ein paar von euch so machen, damit beide Seiten befüllt werden. Wobei das denn hier so oder so wieder zum Stau kommt. Aber gut. Wir können hier dann ja einfach ein ständiges Fließband benutzen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Bau mal rote Fließband, ne? Wir haben nicht genug Eisen dafür. Okay. Das ewige Problem. Nicht genug Ressource XY. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alle die hier ersetzen durch die besseren Replikatoren. Die da. Dafür bräuchte ich nur recht viele Superconductor und Bauchips und Stahl und Gedöns und Na, ich soll dafür sorgen, dass die Superconductor weiterhergestellt werden, also schneller weiterhergestellt werden. So, grüne Tränke stauen sich langsam wieder, das ist gut. Sehr gut. Muss aber auch so sein. Hier, ich habe zu viel Zeug dabei. Nimm. Superconductor, hier. Das ist ein Anfang. Wow, 0,6 pro Sekunde. Krass. Okay, bau mal, die da. Und guck mal, was aus 0,6 die Sekunde wird, wenn wir daraus eine MK2 machen. Sekunde. Schon besser. Trotzdem ist es nicht wirklich viel. Und du bist eh voll. Machen wir mal so. Weil ich brauche für den Privatgebrauch jetzt keinen mehr, wenn die Platten hier unten hergestellt werden. Ja, hilf mal ein bisschen aus, ist okay. Du. Ich muss ein bisschen was in Hand machen. Okay, was? Die brauchen ja auch Eisen. Okay. Fokus für diese Folge. Eisen. Wir wollen mehr Eisen. Punkt. Das heißt, wir brauchen Eisen, um Eisen herzustellen. Ich fühle mich sehr kapitalistisch gerade. Also, wir plündern die Ressourcen. Wir stellen davon mehr Replikatoren her. Ruhig auch erstmal die billigen Replikatoren. Hauptsache, wir haben irgendwas. Und dann gucken wir weiter. So, das sieht doch gut aus. Eisen. Gib. Oder wir bauen gleich die guten. Schön, sehr schön. Dauert jetzt ein bisschen, aber ist wichtig. Forschung derweil. Oh, und Kohle. Das ist viel zu wenig Platz. Aber was soll's. Forschung. Was sollte ich forschen? Die Waffen reichen nicht aus, um die Basen wirklich zu töten. Aber ich weiß nicht, wann sie sich lohnen. Und ob dieses Bob-Laser-Gewehr sich irgendwann überhaupt lohnt. Zeit nochmal Tee. Robologistik-Extender. Die klingt gut. Aber da können sich keine Roboter aufladen. Das ist der Nachteil. Aber es gibt halt auch das andere Gegenstück. Das Gegenstück, wo man sich aufladen kann, aber wo nicht extended wird, die Reichweite. Was bräuchten wir hier? Das ist noch eine andere Art von Sniper Rifle. Das ist noch eine andere Art von Lasergewehr. 200. Ja, hier mach erstmal Damage. Ist okay. Momentan ist es ja noch eine sehr gute Alternative. Ich sollte nur ein bisschen mehr Munition herstellen. Wofür ich wieder Batterien brauche. Stimmt, das Problem hier haben wir auch nur kurzfristig behoben. Können wir die schon umstellen? Ja, stell dich mal um. Warum kommt da kein... Oh. Ups. Du brauchst jetzt... Öl auf der Seite und Wasser da hinten. Ich glaube, da nehme ich mal... So eine. Die produziert zwar nicht so viel, aber hoffentlich genug. Und die wäre vom Platz her, glaube ich, hier am besten. Das andere Ding braucht zu viel Platz. Wegen dem Motor da dran noch. Oh, das passt genau. Wasser.
Ah, das staut sich sogar hier drin. Das ist sehr gut. Jo, perfekt. Schick, schick. Und das ist das Tolle daran, dass es in diesem Modpack so viele Sachen gibt, die das Gleiche machen. Die haben doch subtile Unterschiede, die dann in der gewissen Situation echt praktisch sind, so wie jetzt gerade. Und wir werden oben rechts wieder angegriffen. Aber ich habe vergessen, den Robocop zu setzen. 4? Habe ich 2-mal Glück gehabt? Hammer. Okay. Setz dich mal. Verbindet sich ganz schön weit. Brauchen wir mal gar nicht. Da mal hin. Na, warte mal, es muss hier nur im gelben Bereich sein, ne? Dahin. Jo. Sollte jetzt reichen. Jetzt müssen die Roboter nicht losfliegen. Und die Dinger da vorne reparieren. Wo übrigens einer fehlt. Und wir noch mehr bräuchten. Ja. Was mich dran erinnert. Yuki. Türme. Und zwar würde ich ganz gerne den da mal austesten. Dafür brauchen wir orangenes Zeug. Und für orangenes Zeug brauchen wir wieder diese komische Comp-Geschichte. Die Charge-Comp. Wie kriegen wir das orange Zeug? Aus blau und grün. Gucken wir mal kurz in unsere Kisten, ob hier noch irgendwo blau und grünes Zeug ist. Und hier kann das Zeug sein. Ah, stimmt. Gold wollte ich auch noch einschmelzen. Du, Gold und Bauxit muss ich später unten einwerfen. Ist okay. Genau hier. Zeug. Blau, grün, rosa. Buzz. Einfach einschmelzen? Einfach einschmelzen. Einfach einschmelzen. Wie viel brauchen wir davon für einen? Nicht den. Laser Defense. Du warst das, glaube ich. Hä? Hey. Wofür brauchen wir die blauen? Die orangenen Dinger. Helmet. Mir die. Was? Da. Stonewall. Es fehlen Stonewalls. Wow. Ach nee, das sind keine Stonewalls, das sind diese anderen Walls. Doch sind es. Wir brauchen Blocked Battery Cells. Das braucht Kohle. Stehen wir direkt davor. Nehmen wir Kohle mit. Nope, 6-mal Laser Defense. Wow, was sind viele Zwischenschritte. Okay. Die haben Lebenspunkte 2800 im Gegensatz zu 150. Ja, natürlich, deswegen gehen sie so schnell kaputt. Die halten nichts, gar nichts aus. Also sie haben wesentlich mehr Lebenspunkte. Sie haben eine höhere Reichweite. 3,6 Shooting Speed, 6 Damage. Sie machen mehr Schaden und sie schießen genauso schnell. Also besser. Nicht radikal besser, aber besser. So, du kannst da rein. Du brauchst nicht unten rumzulungern. Du auch nicht. Du auch nicht. Ich hätte hier gerne ein bisschen Platz. So. Warum habe ich so viele weiße Karten dabei? Die können auch weg. Und brauchten wir noch eben Roboports, jetzt wo wir gerade so viele haben? Nö, oder? Doch, hier beim Holz wollte ich welche hinsetzen. Also mach mal da so ein Roboport hin. Zack. Den kannst du da nämlich weg. Du kannst dahin. Du dahin. Hey. Achso. Und die Schwefelgeschichte, genau. Haben wir inzwischen Schwefelbäume. 3 Stück, das ist echt nicht viel. Ich glaube, die pflanze ich sogar von Hand einfach irgendwo hin. Hier. Und dann kommt da irgendwann mehr Schwefelholz raus. Aus dem Schwefelholz machen wir das Samen und dann haben wir irgendwann genug für eine Farm. Und da es gerade regnet,
generieren wir nicht so viel mit den Solar Panels, aber ist trotzdem okay. Und das da war wohl kurz ein Angriff, ha? Huh? Und wir haben nicht genug Repair Packs. Die sind schon alle weg. Okay, bauen wir hier Repair Packs. Also wir setzen gleich unsere tollen neuen Türme. Die sich irgendwo verstecken, wo ich sie gerade nicht sehe. Achso, die sind immer noch nicht fertig. Wow. Das sind echt viele Zwischenschritte gewesen. Wir setzen gleich die neuen Türme und schmeißen die Repair Packs einfach in den nahegelegenen Roboport. Sagen wir mal den hier. Ich hatte nämlich, glaube ich, auch selber noch welche. Da, 13 Stück ist nicht so viel. Aber ist besser als nichts. So. Da. Oh, und die sind groß. Das ist ein Problem. State. State 0? Was ist State? Achso, die sind auch 0. Aber wahrscheinlich im passiven Zustand und im Pew-Pew-Zustand. Ja gut, also die scheinen in allem besser zu sein, aber sie brauchen auch wesentlich mehr Platz. Und sie sind jetzt zu nah dran an der Mauer. Das sind nur noch zwei Felder. Das heißt, ein Big Biter könnte da jetzt einfach so rüberhapsen. Was halt nicht Sinn des Ganzen war. Müssen wir mal gucken. Ist wahrscheinlich eh nur eine Übergangslösung, bis wir später bei den Topaz-Türmen wieder ankommen. Das heißt so. Kommt er noch durch? Ja. Das ist jetzt unsere Nordostmauer. Die würde ich echt gerne schießen sehen. Könnte mal ein Angriff kommen oder so? Kann ich euch irgendwie provozieren, dass ihr einen Angriff macht? Also klar, ich könnte sie anlocken. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil ich bin doch recht lahm. Haben wir noch keine Power Armor. Was aber auch mal ein Schritt in die Richtung ganz interessant wäre. Wobei wir wahrscheinlich dazu wieder die noch besseren Chips brauchen. Und ich will nicht wissen, was die noch besseren Chips brauchen. Die weißen Chips waren schon richtig schweinenervig. Und ich habe übrigens keinen einzigen Roboter gebaut in den ganzen letzten 3 Folgen oder so. Das ist nicht so schön. Weil wir müssen Roboter bauen. Ganz, ganz viele Roboter bauen. Kohle. Inventar ist so für den Arsch. Stimmt. Wir brauchen noch ein Logistikzentrum. Mit ganz vielen gelben Kisten und so. Wer damit? Der. Was? Ach, fu. Blaue Tränke nachher noch abholen. Lass mich durch. Bin grumpig. Und Batterien stauen sich auch nirgends. Ich brauche mehr Batterien. Viel, viel mehr Batterien. Alternativ. Wo gehen die Batterien jetzt gerade hin? Die gehen nach oben, die gehen nach oben, die gehen nach oben. Die wandern nicht hier hin. Ja, die enden hier direkt für die... Her damit. Ja, also oben kommen genug Batterien an. Das heißt, wir können ruhig hier unten Batterien klauen. Kann ich nämlich Skynet bauen. Da lang. Ups. So, du weg. Platzhalterfabrik dahin. Bessere Fabrik. Oh. Bessere Fabrik einfach hinsetzen. Und du stellst bitte her die da, nur um sie gleich weiterzureichen. Zu hier da. Oh Gott. Okay, das muss noch weiter. Skynet wird echt groß in dieser Staffel. Das hier ist alles Skynet. So, Ärmchen dazwischen. So, was brauchst du noch? Du brauchst auch noch weiße Chips. Warum arbeitest du nicht? Weil du keinen Boxit hast. Hätten wir es ein klein bisschen anders aufgebaut, wäre es wesentlich einfacher gewesen. Ja, das wird jetzt eine rote Kiste. Und hier kommt... Fuck!
Okay. Okay, bau mehr Fließbänder. Ich habe damit jetzt gar kein Problem. Jetzt machen wir es einfach total hässlich. Das geht jetzt hier rum. Darum. Strom. Ha! Nimm das. So. Da. Gut. Du bekommst jetzt Alu von da. Du bekommst jetzt Batterien von unten. Du bekommst keine weißen Chips. Okay. Heißt, du brauchst so oder so noch weiße Chips. Das okay. Nimm bitte. Oh Gott. Du hättest gerne weiße Chips. Da, weiße Chips. 10 Stück. Nicht viel, Hauptsache ein bisschen. Und du kriegst hier schon mal 10 zum Kickstarten. Und das war keine gute Idee. Halbe Ärmchen. So. Alu bekommst du von rechts, weiße Chips bekommst du von rechts, Batterien bekommst du von unten, die bekommst du von links. So, was brauchst du noch? Du brauchst ebenfalls weiße Chips. Ernsthaft? Okay. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Weiße Chips kommen darauf, also kommen da runter, liegen sich da drauf, kommen da hin und werden hier wieder raufgenommen. Ha! Nimm das. So, warum kommen keine weißen Chips angeflogen? Weil weiße Chips wahrscheinlich nicht mit dem System verbunden sind. Hätten wir dann alles? Nein, keine Weak Capacitor. Wie bekomme ich jetzt Weak Capacitor zu dir? Doofes, vermaledeites Ding. Ja, bleiben keinen Platz mehr. Ebenfalls da rein. Dann haben wir irgendwann hier hinten ein Stauproblem. Okay, nächste Folge behebe ich dieses Problem. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass hier auch noch Weak Capacitor hinbekommen. Wir müssen Weak Capacitor überhaupt erst an ein System anschließen. Die weißen Chips anscheinend auch, weil bisher kam kein einziger Roboter angeflogen. Und eventuell strecken wir das Ganze, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Oder räumen es einfach auf. Das muss ich denn dann gucken.